Hi, ich bin's, Dennis von CubeTribe. Seit einiger Zeit erweitern wir unsere Geschäftsfelder, unter anderem auch im Bereich von Musikvideos, Social Media Management und zu Content Creation, sowas machen wir viel. Das heißt, wir drehen so Filme und Clips und dafür wurde es jetzt wirklich mal Zeit, einen neuen Rechner für einen Videoschnitt anzuschaffen. Wir haben uns erstmal für den Gigabyte Aorus Mainboard entschieden. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Früher war ich Fan von Asus Board. Die haben meiner Meinung nach extrem nachgelassen. Ich habe meinen Rechner mit Asus, also mit einem Asus Mainboard gebaut für einen Threadripper, also für die ganz große Serie von AMD. Und das Mainboard ist insgesamt dreimal ausgefallen. Also das wurde mir dann zweimal neu ersetzt von Mindfactory in Wilhelmshaven. Da kaufen wir unsere Hardware. Aber das ist halt nicht, wie ich mir das vorstelle. Wir möchten ja hier verlässliche Systeme haben, damit wir den Kunden auch verlässliche Ware zu verlässlichen Zeiten liefern können. Und wenn dann alle paar Wochen die Sachen kaputt gehen, das ist es nicht. Ich habe dann schon vor einem Jahr, glaube ich, einen neuen Rechner fürs Studio gebaut, also fürs Tonstudio. Und da dann auf Empfehlungen hin mich für die Gigabyte Boards und für ein Gigabyte Board entschieden. Und ich bin begeistert. Privat habe ich jetzt auch eins. Ich habe schon ein paar Rechner für Kollegen gebaut. Da sind über Gigabyte Boards drin, die funktionieren. Das heißt, die kann ich empfehlen. MSI ist ein bisschen billiger, es gibt noch ein paar andere Hersteller. Nimm, was du möchtest, aber bei den Gigabyte Boards weiß ich, dass die funktionieren. Wie gesagt, ich habe diesen AMD Threadripper 3900 XT gewählt mit den 12 Kernen, weil man den geil übertakten kann auch. Das heißt, jetzt fährt der erstmal auf Stock. Ich glaube, 4,4 GHz kann der im Boost. Wir haben aber einen ganz großen Noctua-Lüfter draufgesetzt. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen Boost brauchen, können wir den locker auf 5 GHz takten. Und dann haben wir halt entsprechend mehr Leistung. Bei dem Gehäuse habe ich mich irgendwie für Be Quiet entschieden. Und zwar nicht die ganz billige Serie, einfach weil es leise ist, wie der Name schon sagt. Und es ist ein deutscher Hersteller, das finde ich irgendwie gut. Bei dem Netzteil haben wir uns auch für Be Quiet entschieden. Bei der Grafikkarte muss man sagen, ursprünglich wollten wir eine neue GeForce-Grafikkarte verbauen. Eine 3070, eine 3080, sowas. Aber die sind so unglaublich teuer. Das heißt, wenn du das gerade guckst, Anfang 2021, und du überlegst, meiner Meinung nach, kauft dir gerade keine teure Grafikkarte. Die sind mehr als doppelt so teuer wie der vorgeschlagene Händlerabgabepreis oder die UVP, wie es auf Deutsch heißt. Das ist viel zu teuer. Unterstützt das nicht, diese ganzen Wucher-Leute. Kauft dir eine gebrauchte bei eBay Kleinanzeigen. Wenn dich das weiter interessiert, was wir hier machen. Wir produzieren Musik, wir produzieren Filme. Wir machen viel solche Tutorials wie das hier oder so kleine Erklärfilmchen, wo wir auf Musikthemen eingehen. In Zukunft auch mehr auf Videoproduktionsthemen, weil wir gute neue Leute haben und viel produzieren. Wenn dich das interessiert, dann lass unbedingt ein Abo da. Drück auch gerne auf den Daumen hoch, das triggert diesen Algorithmus. Du weißt das, das hilft uns wirklich sehr. Da wären wir sehr dankbar und würde uns total freuen, dich mal persönlich hier im CubeTribe Tonstudio in Oldenburg zu sehen. Mein Name ist Dennis Westermann und bis bald in Oldenburg. Tschüss.